Mahlzeit, ihr Schlawiner, Knochenbrigade wieder hier. Jetzt dasselbe Spiel nochmal, diesmal mit den Russen, T-90A. Mittelschwerer Panzer, auch 125 mm. Hier haben wir den Helikopter, was ist das? Mi-35 und ZSU Shika. Das Ding habe ich ja vorhin schon gesehen, mehrfach. Komischerweise ist das das einzige von den beiden Fahrzeugen, wo der Name angezeigt wird. Bei den anderen steht einfach Flugabwehrfahrzeug. Boah, ist das ein Monster! Alter, was für ein Gerät! Das sieht ja mal richtig brutal aus. Also wenn man bedenkt, wie die russischen Panzer aus der Weltkriegsära aussahen. Also wirklich schrottig. Ja, sehr, was heißt schrottig? Also sehr, sehr klobig. Und gerade am Anfang, noch vor dem Ersten Weltkrieg, die sahen ja richtig, ich sag mal, ja, wie selbst zusammengezimmert irgendwo im Hinterhof aus. Das Ding hier sieht ziemlich modern aus. Eigentlich wie die Panzer, die jetzt noch so rumfahren. Ja, mehr oder weniger. Ich meine, jetzt sind sie fast schon so ein bisschen weniger detailreich. Aufgrund der ganzen Schutzplatten und auch der Platten, die da drauf sind, um sie halt so einen gewissen Stealth-Faktor zu geben. Schon ein. Na, lieber auf den Punkt. Ich bin noch keinen einzigen Schuss abgefeuert mit dem Teil. Ich weiß also nicht, welche Munition hier die beste ist und wahrscheinlich war ich auch zu viel mit, aber ich bin mir nicht sicher, weil ich kenne die Nachladezeit nicht. Ich sehe hier nichts und niemanden. Aber bei A ist noch jemand. Noch ein Treffer. Das Blöde ist, ich sehe nicht, wo er getroffen wurde. Wahrscheinlich nur so Schrapnellsplitter. So, das ist einer von uns. Feuert darüber. Oh, der ist wesentlich langsamer beim Zurücksetzen als der Leopard. Okay. Und ein bisschen größer offensichtlich. Na, kommt hier keiner? Nee. Hm. Junge! Meine Mutti! Lass mich nach Hause! Ich glaube, die Karte hatten wir vorhin schon. Aber da sind wir von der anderen Seite gestartet. Ja, aber es sieht cool gemacht aus, auf jeden Fall. Also. Und das Event macht bisher richtig Spaß. Ich kann mich nicht beschweren, auch wenn wir verloren haben. Ey, ausnahmsweise mal bin ich nicht irgendwie sauer. So. War einfach laun. Ey, wer feuert denn da? Da. Alter, tu mir das nicht an. Scheiße. Das klingt doch krass, wie die nachladen. Man hört richtig dieses ganze Geklönkel und Geklunkel. Oh ja. Oh ja, das ist nochmal eine geile Animation. Was ist das denn für Geruckel? Also das war ja mal scheiße. Es scheint so, als hätte man unbegrenzte Wiedereinstiege. Egal mit welchem Fahrzeug, abgesehen von den Helikoptern. Für die braucht man dann wieder die nötige Punktzahl von 1120, glaube ich, war das. Und das ist auch gut so. So ist halt nicht ununterbrochen eine Armada von irgendwelchen Flugzeugen unterwegs oder beziehungsweise Helikoptern. Den hier mal wegmetern. Ah, noch ist ja nichts passiert hier. Also getroffen habe ich ihn. Das ist so geil mit der Satellitenschüssel da, diese vollkommen versifften Teil. Also mehrere Treffer, aber wie gesagt, ich sehe nicht wo. Tu mir das doch nicht an hier. Ziel zerstört, Biatcha. Schon wieder so ein Schussangriffshelikopter.
kämpft da irgendeiner. Das können wir nicht zulassen. Ja, ich habe gerade gesehen, der Kollege wurde beschossen. Oh je. Ich habe nachgeladen, das ist gut. Positionieren. Und den Arsch wegballern. Wo ist denn der? Ach, oh, ich habe den gar nicht gesehen. Nein, nein. Fuck. Ich habe rumgeschossen. Der war wie im Kampf für mich. Der war kurz unsichtbar für mich. Ich meine, der war da, aber ich habe ihn nicht gesehen. Das heißt, die Tarnung funktioniert. Oh, gutes Zeichen. Scheiße, schon zwei verloren jetzt innerhalb von 5 Minuten. Okay, gehen wir mit dem ZSU 23-4 rein. Oh mein Gott. 4x4, das heißt, wo 4 Geschütze. Scheiße. Das ist ein Angriffshelikopter. Den krieg ich jetzt mal einen runtergefeuert hier. Gibt er noch? Ja, Leute. Yo! Also okay, man kann keine Treffer mehr machen, wenn die schon so brennen, weil dann sind die eigentlich schon abgeschossen, auch wenn man sie noch kurz sieht. So, wie finde ich das Ding? Mal gucken, wie es von vorne aussieht. Ich meine, es sieht modern aus, klar, es ist ja aus einer modernen Ära. Die Geschütze sehen ziemlich geil aus. Oh ja, oh ja. Das kommt gut. Was ist das da, ein Parabolspiegel oder was? Hier geht's ganz schön ab. Das ist noch mehr Helikopter. Krieg hier. Was mich natürlich interessieren würde, ist, wie schnell fliegen diese Helikopter. Ja, also offensichtlich treffe ich den hier nicht so gut, wie ich gerne würde. Ne, das kann man vergessen hier. Aber es klingt auf jeden Fall, also was endgeil klingt, ist natürlich der Sound hier. Von den Geschützen. Sind das eigentlich MGs oder sind das schon Kanonen? Ich glaube, das sind noch MGs, 12,7. So in der Art, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Noch mehr Helikopter. Scheiße, da ist einer. Ich habe ihn gesehen, ja, ich sehe ihn, aber... So, er steht hier auch ein bisschen rum. So, oh, holy smokes, nein, er wird mich ficken. Oder der da. Oh, shit. Den hat brutal zerfetzt und mich auch. Was ist denn das für eine Kack-Animation hier? Oh, ich kann auch mit dem Helikopter rein. Verbündete Truppen haben mein Gebiet eingenommen. Oh Mann. Ich habe jetzt. Ach, jetzt habe ich schon wieder nicht geguckt. Ich bin gerade voll neben der Spur irgendwie. Ja, es sind meine ersten Matches hier. meine ersten Matches. Oh, scheiße, auch das Ding kann ich nicht vernünftig fliegen. Ich merke schon, ich kann einfach keine Helikopter fliegen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Naja, wohl, der sieht ein bisschen klobiger aus als der amerikanische. Der kann ich nicht fliegen, das Ding. Wie funktioniert denn der Quatsch hier? Das ist der Typ, der mich gekillt hat. Er fliegt auf mich zu, oder was? Scheiße, ich muss mal zusehen, wie ich hier an Geschwindigkeit. Was war's? Bild hoch, Bild runter? War ja auch noch irgendwas. Warum kann ich das MG nicht benutzen? Ich habe nur zwei Hände. Oh mein Gott, ich bin so langsam, das ist ja lächerlich. Oh, scheiß die Wand an. Der Doktor fliegt nicht auf mich zu. Ey.
Ich stelle mir gerade vor, wie Kriegsfall und ich muss, die sagen, ich soll einen Helikopter fliegen. Ja. Und ich bringe uns alle um. Der Flug hat irgendwas auf mich zu. Da fuhr ja gerade einer. Ich versuche mal hier. Nee, der ist auch schon weg. Scheiße. Da kommen die nächsten. Jetzt habe ich Geschwindigkeit drauf, aber. Oh, eigentlich zu viel. Oh, immerhin Treffer. Schrapnelltreffer. Bin ich schon wieder weg oder was? Was ist mit dem da? Oh, fuck. Nee, also. Das ist ja Marianisch für mich. Ja, hier geht's mir besser. Oh ja. Der ist schon weg. Oh! Irgendwer hat ihn zerstört und ich war es nicht. Aber dafür wurde ich zerstört. Xter. Wie soll ich nur 7 Punkte? Also Punkte kriegt man hier nicht so leicht. Wahrscheinlich damit man hier ununterbrochen mit Hubschraubern unterwegs ist. Ich fahre wieder mit den T90. Ah. Der Typ müsste hier noch sein irgendwo. Da ist er. Blöde Sau. Ich muss glaube ich höher. Ich lade doch mal die Scheiße nach hier. Alter, fahr weg hier. Ah, kritischer Treffer, immerhin. Oh! Okay, das sieht witzig aus, wie Dinger auf mich zufliegen. Und das nächste Ding. Hat man auch gerade mal den Energieabfall gesehen von den Patronen von der MG. Also von den Geschossen. Oh, ganz witzig. Mit so einem Namen hätte ich mir auch denken können, dass es ein Russe ist. Aber steht hier hinten auch noch mal drin. Jetzt hier vielleicht. Scheiße. So funktioniert das jetzt nicht mehr. Ich glaube, hier bin ich auch gleich weg. Oh gut, eine Runde mache ich auf jeden Fall noch. Einfach weil es so witzig ist. Soll ich jetzt schießen oder ich weiß nicht. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Noch eine Runde. Bis gleich. Noch eine Runde mit dem T90A. Jetzt muss ich mal gucken. 125 mm Kanone. Munition 43. Ich habe Rauchgranaten an Bord. Ich habe noch nie einen gesehen, der sich hier eindampft. Und zwei Maschinengewehre. Ich habe echt noch nie einen gesehen, der hier eine Rauchgranate benutzt. Also man hat die einfach nur, ohne sie benutzen zu können. Aber wahrscheinlich ist das nur dafür gedacht. Oder ich weiß nicht, gibt es dafür Tasten? Ich habe gar nicht geguckt. Aber welche. Da müssen die automatisch belegt worden sein, denn wer belegt sich denn jetzt extra eine Tasse für die Rauchgranate? Wie gesagt, ich habe auch nie welche gesehen hier, die sich irgendwie einnebeln. Dieser Panzer ist. Was für eine Optik, du. Der Knaller. Ich hoffe jetzt nochmal auf eine schöne Runde. Was so fetzig ist, dass er so flach ist. Das sieht voll aus. Eigentlich sieht es aus, als wäre einer drüber gefahren. Und der wäre ursprünglich mal ein bisschen höher gewesen. Da, hier, kommen alle Meriti. Wie Kaiser Franz immer sagen würde. Alle Etralala. Ne, okay, jetzt machen wir uns mal nicht über sie lustig. So, er hier. Komm her, Arschloch. Ja. Ich fahre mal lieber weiter. Mich auch. Da sind schon die nächsten. Eieieiei. Schön, dass ich hier bin, wo so richtig voll ist. Das kann natürlich auch zum Vorteil sein. Da guckt einer. Guck woanders hin. Ja.
wenn man bedenkt, wie es aussah 2013, als viele angefangen haben zu spielen. Alles einfacher, die Geschosse waren nicht so geil animiert und so. Der regt mich aber auf hier. Abschusshilfe, okay. Ich weiß auch nicht, ob ich den wegbekommen hätte jetzt. Bin mir sicher, ob das die richtige Munition ist. Erstmal selber reparieren. Naja, 23 Sekunden, okay, das kann man aushalten. Ich will auf jeden Fall was wegfetzen. So, schießen brauche ich jetzt auch nicht. Aber ich wechsle schon mal die Muni. Oh. Bietet sich an, aber ich kann ja eben noch nicht schießen. Was flog denn da jetzt hoch? Ich habe in die Luft geschossen oder was? Da, komm. Ja, das war schon mal schön verschwendet. Aber manche gehen ja noch durch. Und ich wusste ja nicht, ob das hier durchgeht. Ich kenne die verdammte Munition nicht. Geht auch nicht durch. Quatsch mich bloß nicht voll, Junge. Wo kommt der jetzt noch raus? Oder muss ich jetzt vorfahren? Das ist doch scheiße. Ja, gut, dass ich mich bewegt habe, der. Wo ist mein Fadenkreuz? Wupp! Scheiße! Was ist denn los hier? Da kann er nicht einfach mal sterben, wie sich das gehört hier. Kommt der nächste Ding hier. Ja, hallo, den brauche ich noch. Das, wieso kriege ich keine Abschusshilfe? Ich habe da einen Crit drauf geknallt, da. Über eine halbe Minute hier rumschimmeln jetzt. Okay, jetzt dauert es nicht mehr ganz so lang, aber trotz allem. Dass auch keiner stehen bleibt hier, um mir eben zu helfen. Also nochmal als Fazit. Super Event. Also mir gefällt es wirklich. Es ist nicht ganz so witzig im eigentlichen Sinne, weil es ist ja, die Basis ist ja immer noch die gleiche, nur dass man halt modernere Fahrzeuge hat. Aber da hat man auch ein paar andere Karten und das ist halt auch ziemlich geil. Trifft den? Ja. Aber ich wollte gerade sagen, ich muss an diesen Tanks da vorbei, an diesen Tanks. Das sieht aus wie so eine Ölraffinerie, würde ich mal sagen. Ich kippe jetzt einfach mal hier. Ganz hardcore. Ich habe in letzter Zeit sowieso echt selten gekappt. Ich hatte irgendwie keinen Bock drauf. Artilleriefeuer, okay. Kann ich aber, glaube ich, überleben. Denn bisher habe ich auch selber noch niemanden mit Artillerie umgenietet. Also gehe ich davon aus, dass die Artillerie einfach nur so als Gimmick hier ist. Also mal ein paar Treffer macht, aber jetzt gerade wirklich schwer beschädigt. Was ist, achso, der ist von uns. Das ist ein Leopard. Hat der jetzt gerade geschossen oder wird denn da geschossen? Oh. Gut, dass ich gepanzert bin. So, den mal ausräuchern da. So, ich habe nachgeladen. Jetzt sollte ich mal ein bisschen Hackengas zu geben. Das ist noch ein Leopard. Kurz auf die Minimap gucken. Okay, ich fahre einfach weiter erstmal. Ich fahre rum hier und versuche den irgendwie zu greifen. Hier ist ja jetzt keiner. Noch hier, ich glaube, der ist weg. Ich habe mir seinen Namen nicht gemerkt und ich weiß ja nicht, ob der noch da ist und, oder gerade nur nicht angezeigt wird. Aber es sieht aus, als wird das hier eine gute Runde für uns. Hallo. Ich kriege mein MG nicht höher. Scheiße. Hauptsache, lässt mich in Ruhe. Ah ja, scheint so.
Da ist noch einer. Oh. Nee, ich muss runterfahren irgendwie. Komm her. Kann ich jetzt schon schießen? Soll ich jetzt schießen? Ich weiß nicht, wann ich schießen soll. Jetzt! Scheiße. Ich stehe genau neben dem Honk. Leck mich doch. Ich glaube fast, ich habe die falsche Muni hier, oder? Jetzt hat eigentlich nicht wirklich Schaden genommen. Au! Ich kann... Wieso kann ich keine Artillerie? Auch wenn es noch nicht frei ist. Na, leck mich doch am Arsch, Mann. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam, dass ich Artillerie frei habe. Ja, scheiße, wann wird denn die Kack frei jetzt? Also, sie könnten es noch hilfreich machen. Oder vielleicht gibt es das schon. Ich habe es nicht rausgefunden. Wenn man so, so eine Zeitanzeige hat. Oh, scheiße, da. Ja, ich habe dich gesehen, aber... Auch zu spät, du bist ja schon tot. Na, schade, dass man das NG nicht höher kriegt hier. Also es ist witzig, ist schnell. Da war doch gerade einer da. Oh shit. Das war nicht von vorne. Ich glaube, ich sollte da gar nicht hin. Aber mal gucken mal hier. Da ist ein da. Ja, fuck you! Das gibt's doch nicht. Oh, scheiße! Mann! Wäre ich einfach 5 Sekunden hingeblieben oder 5 Sekunden später hingefahren, hätte mich vielleicht gekillt, aber hätte den Kill nicht bekommen. Naja, also auf jeden Fall super Event. Nicht extrem witzig, aber unterhaltsam auf jeden Fall. Und ja, Gaijon hat's eigentlich wieder ganz gut gemacht hier. Besser als Wargaming. Ja, ich disse jetzt Wargaming hier, bis zum geht nicht mehr. Danke fürs Zuschauen, hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Und wenn nicht, dann halt nicht, ist auch euer Pech. Ne? Viel Spaß noch beim Zocken und ja, oder beim Event. Wie gesagt, das läuft noch bis Montag, 10 Uhr morgens, für die, die dann noch nicht arbeiten müssen. Oder ja, wie auch immer. Also, bis denn dann, haut rein, ciao.